willkommen, meine Damen und Herren, zur Sommerolympiade 2024. Heute befinden wir uns in der Kocharena zusammen mit der Waldeck Frankenberger Bank bei den Landfrauen Schäufer. So, jetzt die heutige Aufgabe heißt, mache einen Kartoffelpuffer. Das heißt, pro Person, jedes Team, also die beiden brauchen zwei und wir, die beiden Heimatzeitungen, wir brauchen auch zwei. Dazu gehört Kartoffel schälen, Zwiebeln schneiden und Eier, Salz und Mehl. Und das Ganze geht auf Zeit, wer als erster den Teig fertig hat. Und ich würde sagen, ja, an die Kartoffeln, fertig, los. Ich auch nicht. Komm, der andere, vielleicht geht der besser. Dann nimm das Gefrormesser. Meine Damen und Herren, es wird immer spannender. Die erste Kartoffel ist sie schon. Die Landfrauen haben die erste Kartoffel schon im Eimer. Oh, oh, oh. Früher hieß es in der Küche, bunt, ein bisschen Schwund ist immer. Meine Kartoffel ist jetzt vielleicht nicht die schönste, aber sie hat dann zumindest keine Schale mehr. Das muss man ja auch nochmal beachten. So, und dann hoffen wir, dass es nachher natürlich auch schmeckt. Ja. Bei dem Verland. Also wenn ich einen Kartoffelpuffer Fastfood-Restaurant mit euch aufmachen müsste, dann würde ich... Das auch mal mobil. Was? Dann macht die Kartoffel weiter. Schneller Teamwechsel bei uns. Ich bin jetzt in Team Zwiebel gekommen. Riecht wahrscheinlich an den Augen. Ne? Ist aber nicht so schlecht hier. So, hat keiner gesagt, dass das einfach wird hier. Zwiebeln konzentriert. So. Tja, wenn Sie mal schauen möchten, es gibt natürlich nachher auch noch Bewertungspunkte. Also das ist die Seite der Landfrauen vom Tisch und das ist die Seite der Heimatzeitung inklusiv. Noch ein bisschen länger, weil das zeigt, wir Amateure haben alles gegeben. So, erste Station, erste Zeitmessung ist rum. Und jetzt geht's ans Backen. Los geht's! Auf zum Herd. Oh. 2 Minuten 41 bisher vergangen. Waren jetzt die 5 Minuten von einer Seite oder 5 Minuten alles in allem? Das Auge ist mit, ist ja der alte Satz. 5 Minuten 20 Sekunden. So, dann Zeit. Stopp. Wir sind fertig. Ja. Ja, dann schreib mal auf. Wir haben für die Landfrauen, für die Teigzubereitung genau 5 Minuten und zum Braten 5 Minuten 43. Und quasi 10 Minuten 43. War jetzt gar nicht so schwer zu rechnen. Vorsicht, Puffer, fertig, los! Oder so. Da. Ja. Warte, ich versuche jetzt hier mit Eintrafrucht. Oh, noch das Geheimrezept, meine Damen und Herren. Die Zwiebeln sind etwas gröber geschnitten, das hält den Teig besser zusammen. Also die Oberflächenspannung ist schon da, also unten ist schon eine leichte Kruste, hat sich schon gebildet und oben ist der... Ja. Prallt das natürlich alles aufeinander. Mann, Frau, Küche, Punkt. Immer schwieriges Thema, aber bis jetzt klappt's. Ja, die Landfrauen sind da natürlich eingespielter. Das ist ja knallharter Kochsport. Darfst du Platz nehmen, Marcel? Welche Zeit haben wir da? Ja, dann insgesamt bei 11 Minuten 24 zu 10 43 für die Landfrauen. Oh. 300 Euro von der Waldeck Frankenberger Bank gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, und verdient gewonnen. Verdient. Alter, die Erfahrung hat die Jungen geschlagen. So sollte es eigentlich heißen. So, die ultimative Geschmacksprobe kommt jetzt durch unseren Schiedsrichter. Sie dürfen bitte jeweils, fangen Sie mit einem Teller an. Dann kommt hier der erste. Das erste Stück ist ein bisschen größer. Machen wir Hand hoch. So, und hier ist die Gabel. Hier ist die Gabel. Da ist die Gabel. So, erster Test. Hier kommt deine zweite Gabel. Ja, Moment. Ja, so. Und jetzt, bitte. Zieht das Gesicht?
sind erstaunlich ähnlich. Ja. Aber beim zweiten hatte ich zwei dicke Zwiebelbrocken. Von daher würde ich jetzt sagen, das sind eure. Dann Vorhang auf. Vorhang auf und verdient die 300 Euro bei euch gelandet, inklusive Geschmackstest. Dann. Vielen Dank. Mindestens. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bravo. Hey. Sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, Sommerolympiade, wir haben alles gegeben in der Küche. Die halbe Packung Mehl auf der Hose, aber leider nicht gewonnen. Aber es war ein schöner Tag bei den Landfrauen Schreiber!